Haben sich die Zuschauer bei mir heute voll drüber aufgeregt. Was für Schwert gemacht hast? Nein, dass ich bei Schein, ja, ich hab mir Diamantenschuhe gemacht statt einen Tisch, Zaubertisch, haben die sich übelst über aufgeregt. Auch geil. Ich hab übrigens, da ist noch ein Kevin bei mir in meinem Kanal. The real Kevin. Wow, geh zu. Ich bin eingekreist. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen... Ach, hier kann man noch gar nichts ernten, oder? Nee, scheiße. Ich wollte was ernten und dann die Kühe vermehren. Du musst die Türen zumachen, wenn du noch rausgehst. Da haben wir immer irgendwelche Schweinchen bei uns im Haus. Oder gleich halt irgendwelche Zombies. Was ist denn hier schon wieder los? Yves, der Zombie-Magnet. Ich für Leute ein. Guck mal hier, die kommen alle zu dir. Ja, scheiße! Ja, jetzt darf ich die alleine bekämpfen. Was machst du denn da drüben? Ja, ich wollte dich nicht aus Versehen treffen. Deswegen habe ich ein bisschen getanzt. Okay. Profis im Club und so. Ich tanze draußen und Kevin an der Stange. Ja. Gute Rollenaufteilung. Kann man hier das irgendwie machen, dass es schneller wächst? Was denn? Nein. Das Weizen? Mit du kannst Mehl. Nur Bone Meal da drauf knallen. Ah, stimmt. Ah. Von den Skeletten, Knochen. Ne? Wie kann man die denn Bone? Wie kann man denn da Mehl rausmachen? Du musst einfach einen Knochen ins Crafting-Feld tun, dann kriegst du Bone Meal. Ah, dann mach ich das mal. Geil. Danke, Bobuskilla. Was es alles gibt, ey, das ist so krass. Wo waren denn die Knochen? Da sind drei. Oh, 31. Da können wir ein bisschen was machen, ne? Ja, ein bisschen Karotten. Was? Oder zumindest ein paar Karotten. Brauchst du auch Bones für Karotten? Nein, aber wir brauchen Karotten für die Schafe, oder? Ach so. Oder gehen die auch mit Weed? Die gehen mit Gras, kannst du die mitnehmen. Okay. Ah. Wie viel Baumie braucht man? Braucht man für jeden Slot einen? Wenn die ganz klein sind, brauchst du, stopp, 3 Baumie pro Teil. Oh, krass, echt? Am besten ist, wenn ihr einen Dungeon mit einem Skelett-Spawner direkt in der Nähe habt. Okay. Ich war noch nie in einem Dungeon. Dungeon? Ja, das ist aber nur so ein ganz kleiner Raum. Ach so. Das ist einfach nur so ein... Keine Ahnung, 10x10 Blöcke Raum vielleicht. Und dann ist da ein Spawner so drin. Also das ist jetzt keine richtige dicke Burg oder so. Eine dicke Burg ist nur die Enderfestung. Aber da kann man nur rein, wenn man dann komplett ausgerüstet ist und dann... Oh, ich sag mal, wenn du gut spielen kannst, kannst du da auch mit Eisenrüstung rein und ein Eisenschwert. Die ist jetzt nicht schwer. Also ich nicht so. Keiner von uns. Bin ich mal schwer davon aus. Eine kurze Frage. Steffi? Hey. Wo bist du? Ich hab sie 10 Minuten nicht mehr gesehen. Am Arsch der Welt. Okay. Das was? Trifft's ah. Also in Herne. Ah! Hallo, ich möchte eins klarstellen. Ja, ich komme hier nicht her, so. Ups! Was? Ja, das bin ich. Spring hier ein bisschen. Nein, es ist doch nur Spaß. Ist das alles Weizen hier? Nee. Doch, links und rechts alles Weizen und die können auch 4 breit sein. Wow! Creeper, Mann, ey. Komm auch damit. Ich habe gehört, der Ralfinger lädt mich auf jeden Fall mal auf ein Weizenbier ein, wenn ich den besuchen komme. Ja, hallo. Eins? Wenn ich mal zu dir komme. Eins, okay, gut, dann machen wir direkt eine Sauforgie, Mensch. Ich wollte es ja jetzt nicht so offen sagen. Kevin, wenn du eins trinkst und dann aufhörst, dann kannst du gleich wieder gehen, ja? Ja, also, okay, das, alles so wird klar. Hier nicht getrunken bei uns. Wir müssen das auf jeden Fall einmal machen. Ja, hallo, du bist hier jederzeit willkommen. Du musst nur sagen, wann und wie. Wir machen halt einen Raid. Okay. Ja, Yves kann auch dazu kommen, ist mir egal. Ralf Raid. Und dann spielen wir live irgendein Gesellschaftsspiel oder so. Wie gesagt, das erste YouTuber-Treffen war bei mir 2013. Da habe ich hier 4 Leute gehabt. Wir haben zusammen Silvester hier gefeiert. Ach, sehr geil. Gibt's heute noch zu sehen, im Übrigen. Schau mal, ich habe jetzt hier... Total nerdig, aber es war echt sauwitzig, muss ich sagen. Und dabei war auch der TGM-Boss Deutschland hier. Unser guter... na gut, wen kennt der Alex. Alter, wie geil ist das denn hier mit dem Knochenzeug, ey? Das ist ja so geil. Steffi wollte sagen, Yves, was ist so geil an dem Knochenzeug? Ja, weil man das damit düngen kann. Ich bin total highly impressed. Ich habe zu wenig Minecraft gespielt. Ich hab... Das ist echt ein Problem, Kevin. Ja, ich würde mir Gedanken machen. Wie viele Stunden Minecraft spielst du am Tag? 10, 12? Ich? Ja. Ja, so 10 bis 12 im Moment. Quatsch. Aber nicht... Sorry, wurde nur gefragt, was heißt AFK? Das heißt Away from Keyboard. Also ich bin gerade nicht an der Tastatur vorhanden. Ja, das bin ich auch mal ganz kurz, weil ich muss mal ganz kurz was abklären. Einen Moment. Mach das. So. Und wir müssen jetzt die Kühe noch weiter vermehren, oder was?
hat der Kevin gesagt, damit wir Wasser rauskriegen? Habe ich vergessen. Du solltest dir das Zeug wieder zumindest anpflanzen, wenn du schon alles niedertrampelst. Wie kann ich das wieder machen? Dann. Du musst die Seeds, die du gesammelt hast, wieder da reinpflanzen. Ach so, shit. Entschuldigung. I'm sorry. Muss ich das vorher ich habe keine Seeds. Doch, da habe ich Seeds. Ja, und es geht nur, du hast dir welche niedergetrampelt. Ja? Wenn du rüber rennst über die Felder, kannst du nicht mehr bestellen. Ach so, und deswegen muss man immer übers Wasser laufen, oder was? Nein, deswegen, normalerweise rennt man einfach nicht drüber, sagen wir so. Ja. Und wie farmt man dann? Warte, das ist wieder eine andere Frage. Das Ding hier benutzt du jetzt mal? Die Ho? Genau. Ja, ich habe eine. Jetzt gehst du über die Felder hier, diese hier am Rand, das ist grün geworden ist, mit der rechten Maustaste. Ah! Genau, jetzt kannst du... Wenn ich drüber gehe? Es geht, nee, du darfst noch nicht rennen. Ach so. Oder okay. Hüpfen war es, glaube ich. Eins im Wasser ist hüpfen oder rennen, ich bin schon nicht mehr sicher. Ah, okay. Steffi, weißt du das zufälligerweise? Am besten beides nicht. Ja, na, das macht hier auf jeden Fall wieder nicht bestellbar sozusagen. Richtig. Dann muss man na ja gut einmal mit dem Ding wieder drüber gehen, oder? Genau. Okay. Deswegen ich hab mal gekauft, drei Wolle gefarmt. Schafe sind ein bisschen Mangelware, ne? Ja, ich hab Wolle. Hallo, no, Kitty, willkommen zurück. Kommt vor, ne, dass man mal aufs Klo muss. Ich müsste auch mal, aber ich trau mich gar nicht aufzustehen. Was geht? Was geht? Was? Hat mich hier nochmal einer gehauen? Ach, das schießt, die schießen hier, die blöden Säcke. Ah, ja, die nerven, ja. Deswegen ist ganz gut, dass wir viele Fackeln haben. Geht los. Steffi, komm wieder zurück. Ich habe wirklich ein bisschen Bedenken hier. Ja, ich bin gleich da mit Wolle. Ich mache mir Sorgen nicht. Wie sieht's mit deinem Essen aus, Eve? Boah, ich bin voll gefressen. Randvoll. Eine Karotte? Okay. Ich könnte mich mit voll gefressenem Bauch jetzt auf die Couch drin ein bisschen legen. Aber weißt du was? Ich glaube, wir können uns ein bisschen mit unseren Schwertern boxen, genau. Nee, pass mal auf. Ich baue jetzt noch kurz ein bisschen so Zaun und dann baue ich noch so einen Vorzaun vor das Kuhding, weil dann rennen die nicht mal gleich raus, wenn man... Ey! Hallo. Oh, Wahnsinn. Dünne Hand. An der Potato. Potato, Potato. So, da bin ich. Baby, was machen wir mit den ganzen Stein? Die Steine? Hm. Mit den ganzen behalten. Schönen Steinen, ne? Die habe ich alle mitgenommen, wo wir vorhin im Keller unterwegs waren. Na, sauber. So, jetzt hat jeder ein Bett. Ja, los, danke. Kann man hier keine Fackeln setzen? Ach, hier geht's. Oh, es wird wieder hell, sehr gut. So, pass mal auf. Baby, jetzt. Peps. Habt ihr schon ein paar Rinder oben? Ja. Rinder, ja. Was ist denn das denn für ein Zaun hier? Aber wir können die mal vielleicht mal wieder paaren, ne? Ach, das sind gar keine. Das ist gar kein Zaun, das ist. Was ist denn das? Das ist ein Gate, okay, gut. Muss ich noch einen Zaun holen. Ich wollte noch Gates gebaut, ja. So ein Vorgatter bauen. Halt. Versteht, was ich meine. Ihr versteht schon, was ich meine. Okay. Irgendwie hatte ich gerade kurz das Gefühl, es wird draußen auch hell. Und war sehr. Irritiert. Vielleicht sind den Zäunen die verschiedenen Farben. Jetzt mache ich das ja erst. Gibt es da verschiedenes Holz? Birkenholz doch. Es gibt Birken, Akazienholz, dunkelschwarz-Eiche, Eiche. Okay, die können alle verschiedene Zaunfarben machen. Ja, dann gibt es noch dieses Birkenholz. Das ist ja das, was hier auch so rumsteht. Das. Ja, aber wir haben jetzt zwei verschiedene Zaunfarben, deswegen. Das gast sich ein bisschen an, oder? Neben unserem wunderschönen Haus. Ist das natürlich schon ein bisschen ein Abturner. Ach scheiße, wie macht man denn nochmal einen Fence? Oh no, Creeper, der direkt bei uns im Garten explodiert. Nein. Bin dann vorbeigerannt, habe ich nicht gesehen. Mann, Ralf. Echt, ja, you had one job. Ralf reicht's. Ach doch, noch einer. Alter. Warum sind denn hier überall noch Creeper? Es ist am Tag, warum sind die denn da? Kevin ist ja wieder da. Sag mal bitte schnell, Kevin, wie macht man denn nochmal einen Zaun? Ein Zaun? Moment. Ja. Du musst, glaube ich, den Stock in die Mitte tun und außen rum, also aber so zwei übereinander ich in die Mitte. Ich weiß wieder. Danke. Danke, Steffi. Ja. War schon die erste, ich brauchte nur wieder die Idee. Ja, ich hab das. Mal sechs schon. Ich hab Sand hier. Leider nur neun, ich mach mal ein paar. Achso, nee, Sand hab ich nicht, scheiße. Wie die Stöcke sehen aus wie Zauberstab von Harry Potter. So. Was sieht aus wie Harry Potter? Die Stöcke sehen aus wie der Zauberstab von Harry Potter. Achso, in deinem Texture Pack. Okay. Ja, stimmt, das ist ja nicht bei allen jetzt gleich. Ich vergaß. Wir sehen ja einfach aus wie Stöcke, deswegen. Oh.
Kriegst du ein Magic Wort? Was macht denn. Ich frag gar nicht, was. Tue Sand, ja? Auf to the Sand. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Ja, ja. So. Hier, guck mal, wenn ihr so schöne Blumen habt hier. Mhm. Guck mal, tust einen Erdblock drauf, ne? Mhm. Wenn du jetzt abbaust, kommt ja nur eine raus, ne? Ja. Guck mal, wenn du den Erdblock hin tust, baust du ab. Wow. Was? Geht das auch mit Diamanten? Nein, das geht nicht. da musst du leider eine Lackspitzhacke für haben, dann kriegst du mehr raus. Ah, okay. Das beim Abbauen wird dann erst sozusagen ausgewürfelt, wie viel tatsächlich rauskommt. Ja, mit der Spitzhacke, genau. So, jetzt kann man nämlich hoffentlich... Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ach so, ich will die Kühe zum Paaren animieren, ne? Ja, musst du einfach nur die mit Getreide füttern. Den habe ich schon mal gegeben, den Mädels, ne? Also ich habe schon gerade ordentlich paaren. Ja, aber die können ruhig nochmal. Oh Gott, Hilfe, Hilfe! Was, Hilfe, Hilfe? Machst du mit, oder was? Die letzten... Boah, Ralf, Alter. Ja, wie, alter Ralf, Alter? Hier ist nur eine Kuh paarungsbereit. Ja, das bist ja wohl du. Boah, das wird ja immer geiler eigentlich. Oh Mann, tut mir wirklich leid, ja. Also, gut, es ist 23:43, da geht es schon. Ja. Was schreibt gerade? Wer muss getimeoutet werden? Der Ralf. Der Ralf. Ralf ist geteilt. Ehrlich, Ralf, ey. Oh, jetzt. Ja, wirklich, was manche sagen. Also, manche Leute, wenn die jetzt im Chat schreiben würden, die ich schon jetzt rausgeschmissen. ihr kriegt doch alle was, Mensch. Ja, ja. So, jetzt verpisst euch. Das sind die Kühen, oder? Nicht wieder zuschauen. Ja. Und meine Zuschauer sind die kleinen Racker. Ja, stimmt. Jetzt vermehren die sich jetzt? Ich bin auf jeden Fall die Kuhbeauftragte, hätte ich gesagt. Ich glaube, die brauchen noch mehr Platz, ne? Das ist auch ein Titel, den sich eine Frau nicht wirklich freiwillig selbst gibt, oder? Die Kuhbeauftragte? Ja. Streamt Kevin eigentlich? Nein, ich bin nicht am Stream. Okay. Schade, ich hätte dir gern gespendet. Außer nicht, ist schon okay. Beim nächsten Mal dann. Ich hab's mir ja aufgeschrieben. Wo seid denn ihr eigentlich alle? Ach, da. Ich bin Sand holen, weil Steffi mich darum gebeten hat. Okay. Und Kevin macht wieder irgendeinen Quatsch. Quatsch. Der hat bestimmt wieder unsere Stockbetten abgebaut. Irgendwie hat sich das angewendet. Stimmt, der hat wirklich geschrieben. Jetzt sehe ich es ja erst. Was? Bin gleich wieder da. Bin mal kurz drüben bei Zander. Ja. Ihr dürft trotzdem weiterreden. Nein, das wird jetzt geschwiegen. Ach so, guck mal, ich mache jetzt noch hier. Ja, ja, ja. Guck mal, wie schön. Aber das machen wir nicht hier, das, oder? Das ist zu eng dann, ne? Ja, das ist, glaube ich, dann zu eng. Das wird zu eng. Na, no, geht. Geht? Aber es ist schon wieder sehr holzig. Ja, scheiß drauf, das muss nicht schön sein. Das ist Arbeiter-Dings hier. Jetzt komm, wir müssen jetzt Schafe holen. Ich dachte eigentlich, der Ralf wäre beauftragt mit Schafe. Schafe holen. Kevin, hol du mal Schafe. Moment. Du hast doch bestimmt ein Gespür dafür, wo die sind, oder? Ach, und wir brauchen ja... Warte, ich mach mal eine Farm. Wofür brauchen wir denn Schafe? Für Wolle, ich will Vorhänge machen. Hallo? Klar. Haben wir noch so eine Farming-Hure? So, ihr drei, ihr kommt ja gut zurecht, habe ich gesehen, ne? Einigermaßen, ja. War denn nicht gesagt, durch mit Zander mal ein paar böse Buben, halt, warte mal, wie sind die bösen Buben? Mal ein bisschen Payday spielen. Ich denke mal, dass wir ein, zwei Missionen spielen, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann bin ich wieder da. Na gut. Braucht ihr denn irgendwas? Oder soll ich mal Inventar einfach mal die Kisten packen, oder? Nee, brauchst du nicht. Ich mach mir jetzt, ich wollte gleich... Wie muss man nochmal Schafe anlocken mit Gras, ne? Ja. Nee, doch, Gras wirklich? Ich dachte Karotten. Und Gras aber kriegt man wie? Falsch. Ach, shit. Hab ich wie eingesammelt? Bei deinem Local Dealer. Ich weiß, das war schlecht. Deswegen spiele ich jetzt auch Payday. Ihr seid wahrscheinlich hier, ne? Ich bleibe auch mal hier im Kanal, im Channel. Falls irgendwas ist, sagt Bescheid. Ja, alles klar. Cool, bis gleich. Bis gleich. Jo, bis gleich, Ralf. So. Ralf, wie geht's? Rechts. Was, rechts? Ralf, rechts?
Ja, Ralf reicht. Hatte ich noch zu voll von uns, Kennst ne? du nicht den Film? Ralf reicht? Ja. So ein Anime, also so ein animierter Film, so wie Nemo, Findet Nemo. Ach, so ein 3D-Dings oder was? Ja, der ist richtig cool, muss ich ja mal angucken. Muss ich echt mal gucken, ich liebe solche Filme. Ralf reicht's, okay. Ja, das ist mit so Spielen, Super Mario und sowas. Das ist richtig cool, muss ich ja einfach angucken, ich will nicht zu viel verraten. Allein weil es schon Ralf reicht's heißt, muss ich das ja. ansehen. Geil. Warte mal, ich, wollen wir gleich mal Schafe suchen gehen, Kevin? Machen. Ich bin gerade nur hier unten wegen Diamanten noch. Okay. Gut, dass wir Dreck sammeln. Können wir auch Rottenflash hier reinpacken. So. Farming-Dings, genau, da brauche ich Gras. Gras kriege ich. Pass mal auf hier. Jetzt pass mal auf. Mal jetzt Kohle. Spielst du kein Payday, Kevin? Nee, ich spiele sowas nicht gerne. Okay. Vor allem mit Katzander mache ich mit dem Spiel, weil ich jeden Unsinn mache. Was machst du dann? Jeden Unsinn? Ich mache immer nur Unsinn. Ich laufe immer aus Versehen in die Kameras oder so und dann regt er sich mal auf. Ach so, oh. Okay, aber das wäre auch wahrscheinlich bei mir ähnlich. Was ist denn Gras? Wo kriege ich denn das gerade her? Du musst, da sind ja öfters so Gräser, die so höher gewachsen sind. Ja. Ne? Da ist also nicht so dieser einfach dieser grüne Block, sondern da ist so Gras drauf. Wenn du das abschlägst, da kannst du Seeds rausbekommen und die musst du anpflanzen. Oh, toll. Na gut. Aber das geht bestimmt schnell, ne? Ja, das geht relativ schnell. Dann pflanze ich die mal einfach hier draußen an, da mache ich jetzt mal nicht so einen Kschiss. Geht das hier? Nee. Achso, da muss ich aber auch so einen Boden für machen mit der Hoe, ne? Ah ja. Mhm. Man muss gucken, dass mindestens 4 Felder in der Umgebung Wasser ist. Wasser geht immer 4 Blöcke weit für sowas zum Anpflanzen. Oh, okay. Siehst du, das wusste ich auch nicht, dass man das auch noch machen muss. Dann, wie kann ich denn Wasser holen? Mit dem Eimer? Ja. Wie viel kriege ich da? 1 Block immer. Ach, Quatsch. Aber das vermehrt sich dann, oder? Wenn ich das dann grabe. Ja, aber ich kann dir gleich einen Trick zeigen. Du kannst eine unendliche Wasserquelle machen. Das okay. ist ganz leicht. Was bin ich hier drin? Jetzt habe ich Wasser im Eimer. Jetzt mache ich mal. Jetzt müsste ich eigentlich wieder eine Schaufel in die Hand nehmen. Mache ich mal. So, und dann mache ich jetzt den Eimer Wasser rein. So. Und wenn ich jetzt hier grabe, müsste doch das Wasser da, genau, darüber gehen. Ja, klar. Passt doch. Mehr Gras brauche ich jetzt auch gleich nicht. So, so, so. Oh, hier wäre auch noch. Ach, das kann ich gar nicht abbauen. Was spielt denn da für Musik? Das könnte die Minecraft-Musik sein. Aber in uns so. Wieder soll die auch auftauchen. Das ist aber irgendwie anders. Ja. Das ist so. Okay. Als würden die Kühe singen. Kein Scheiß, ey. Paarungslied. Der Paarungssong der Kühe. Na, komm, Wasser. Gehst du da jetzt nicht rein, oder was? Na gut. Gras wachsen. Scheiße. Sollte ordentlich aussehen, jetzt sieht es nicht mehr ordentlich aus. Ach, guck mal. Ach so, und wenn da Wasser dran ist, dann wird es dunkler, ne? Der Boden. Mhm. Aha. Das ist ja interessant. Guck mal, habe ich das schön gemacht. Halb schön, fast schön. Das ist schön, aber es ist nicht effektiv. Ja, ich brauche ja nur ein bisschen Gras, damit ich Schafe holen kann. Ja, effektiv ist nicht mein zweiter Vorname. Dann gehe ich jetzt mal noch ein paar Fences bauen, damit wir gleich die Schafe auch Oh, guck mal, die Leute geben mir schon die vollen guten Tipps hier. Ach scheiße, ich habe jetzt Weizen angebaut und kein normales Gras, sagt gerade jemand. Ja, das Weizen brauchst du ja, um die Schafe anzulocken. Das Ach ist das. So, ich dachte, es gibt noch mal... Es gibt nur Weizen zum Anlocken. Das wächst aber auch auf unserem Feld. Ja, ja, ich dachte, man kann Gras noch anbauen, dass man das abbauen kann oder so. Ihr habt mich in die Irre geführt, absichtlich. Jetzt schließe ich mich in meinem Zimmer ein. Und weine. Nee, ich mache Zäune. Und Zäune war genau mit den Sticky Sticks da. Habe ich die Sticks schon wieder alle weg oder was? Boah, ich bin ja ein Stickvernichter.